Und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal mit einem neuen Let's Angetestet oder sowas in der Art. Let's Zock, Let's Test, Let's Dingsbums, ich weiß auch nicht. Es ist Worlds Adrift und zwar in der Closen Beta 0.1.3.3. Boah, ist das schwer. So, und zwar Worlds Adrift, es ist eine Closen Beta, wie es schon heißt. Das heißt, Closen bedeutet geschlossen, das heißt, nicht jeder kriegt den Code dafür. Das Spiel ist momentan auch nicht käuflich zu erwerben bei Steam, soll aber sich in der Early Access Phase dann auch erwerben lassen. So, ich habe mir schon mal einen Charakter gemacht, habe mit diesem Charakter auch ein bisschen schon was vorgespielt. Und wir gehen jetzt einfach mal in die Welt rein. Um ein bisschen euch mal zu zeigen, was ist überhaupt Worlds Adrift, worum geht's da und was könnt ihr da alles machen und so weiter und so fort. Und jetzt leckt's ein bisschen wegen Warten und Laden. Fakt ist, Worlds Adrift, also wie gesagt, So, jetzt müssen wir ein bisschen warten, das Spiel muss ich erst fangen. Und zwar, es gibt momentan nur begrenzte Keys für Worlds Adrift, weil das Spiel befindet sich halt wirklich nur in der Early Access. Und das Problem ist halt an der Sache, bei dem Spiel ist es momentan ein bisschen, von den Servern her, ein bisschen laggy, also wirklich so ein bisschen ruckelig. Deswegen gibt es auch nur begrenzte Keys. So, also ihr macht euch eigentlich einen Charakter, startet da in so einem Turm und dann geht's auch schon los. Ihr seid dann so, also eigentlich eher komplett anders, weil ich habe hier jetzt schon ein paar Sachen gefunden. Das hier müsst ihr euch eigentlich alles wegdenken. Und ich weiß nicht, ob wir da jetzt nochmal komplett neu anfangen sollten, weil ich habe hier schon ein Schiffchen stehen. Und bei Worlds Adrift, also es gibt drei verschiedene Arten. Ne, fünf verschiedene Tools rum und dann noch halt jede Menge Rezepte, die man finden kann. Muss man ganz kurz ein paar Bärchen essen, damit ich wieder 100 HP voll habe. So, das erste Tool ist dieses. Das ist ein Abbautool. Damit kann man hier zum Beispiel schön Sachen abbauen und Bäume komplett klein hacken. Würde ich mir auch mal wünschen für zu Hause. Bräuchte ich nicht als mit der Kettensäge meine Bäume klein machen. Geht hier ganz, ganz locker. Kriegt man auch bisschen Holz, muss man aber erst laden, das Ding. Und dann immer richtig zielen. So, dann haben wir hier noch Steine, die kann man auch auseinanderbomben. Da findet man dann so schöne Ressourcen drin, wie Lead oder Kristalle und so weiter. Ich weiß halt nicht, ob wir da mal eine richtige Reihe rausmachen wollen, weil es ist momentan sehr wenig Inhalt, weil es sich noch als Early Access halt, also beziehungsweise Beta, Closen Beta. Dann haben wir das zweite Tool, das ist ein Gundead Repair Dingens. Damit können wir unser Schiff reparieren. Da kann ich jetzt nicht sagen. So, dann haben wir den Lift Mode Select. Das geht aber nicht, weil wir haben ja momentan hier nichts zum Liften. Also das ist eigentlich so eine Art Bautool. Und dann haben wir den Scanner. Den Scanner, der ist ganz wichtig, weil den braucht man, um hier Sachen abzuscannen. Für diese gescannten Sachen kriegt man also Wissen und damit kann man dann zum Beispiel hier, oh, es gibt neu. Use to unlocked. Das locke ich mal an. Unlocked. Unlocked Chip Parts, Schematic Slots. Okay. Also da haben wir jetzt irgendwie, also man sieht schon hier, das ist der Baum. Der geht hier einmal nach oben. Da gibt es dann halt neue Antriebe. Hier gibt es neue Flügel. Hier gibt es Kanonen. Und das hier ist jetzt neu. Das sind Chips. Ship Part Schematic Slots. So, dann haben wir eine Waffe. In jedem Spiel gibt es eine Waffe. Boom, so eine Art Shotgun. Wir haben Fackeln, die muss man aber erst lernen. Die gibt es nicht so zu finden. Also man kann sie glaube ich auch finden, aber die gibt es halt jetzt nicht so zu craften. Crafting Menü kann ich auch mal zeigen. Das ist hier einmal, wie gesagt, das hier haben wir, das ist das Charaktermenü. Wir haben das Schematic Menü. Das kann man jetzt zum Beispiel hier searchen, also suchen nach irgendwelchen Sachen, filtern. Haben wir hier Waffen, Schiffsbau, dann Utility, das sind so Utensilien halt, zum Kochen was. Dann haben wir hier die Ship Parts, das sind die ganzen Sachen, die Basics und alles so, was man da an so ein Schiff dran bauen kann. Und das sind die Ship Frames. Ich muss mal kurz gucken, ob wir das jetzt hier hinkriegen.
Und das Coolste an der ganzen Sache, an dem ganzen Spiel, ist echt, das zeige ich mal kurz. Ihr könnt sowas hier machen. Au. Na, das nicht, aber. Komm, lande. So. Sowas. Also, ihr könnt euch da rumhangeln, wie die Wahnsinnigen. Also, so ein bisschen Spider-Man-Style. Das war jetzt ein bisschen kranke Kacke, was ich da gerade gemacht habe. Aber es geht. Man darf nur nicht so nervös werden wie ich immer, weil ich werde immer leicht nervös. Ich habe Angst, dass ich runterfalle. Weil man muss ja auch zielen. Aber wenn man es so oft macht und falsch macht, dann kann es passieren, dass man sich da entweder runterfällt oder mal richtig den Arsch bricht. Und dann kann man hier in der Luft sozusagen Sachen abbauen, was ich sehr cool finde. Man muss nur halt dann nicht den Stein, sondern die kleinen Schwarzen dann da anschießen, weil sonst bröckelt der Stein und dann fällt alles runter, so wie jetzt. Und das würde dann praktisch wegfallen. Müsstet ihr das Zeug dann sammeln. So, man kann auch diesen machen, um dann hier wieder schneller nach oben zu kommen. Das ist aber, die Handhabung ist echt übel heftig. Also ich finde wirklich, das Spiel ist. Oha, jetzt, siehst du, jetzt kommt es wieder hier mit den Server-Ruckels. Aber es ist wirklich sehr tricky. Wenn man sich da nämlich verdrückt oder die falsche Taste in dem Moment drückt, dann fällt man tief und dann ist alles weg, was man im Inventar hat. So, deswegen. Boah. Es ist hier wirklich mit Konzentration. Man kann, glaube ich, auch klettern irgendwie. Ich glaube, mit Q oder so. Wenn das noch drin ist. Also, wenn man jetzt hier die falsche Taste. Das ist wirklich tricky. Echt, ohne Scheiß. Falsche Taste einmal verdrückt und schon ist es passiert. Und dann liegt man. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo mein Schiff wieder hingekommen ist. Können übrigens auch rennen. Sieht man, da ändert sich dann die Perspektive. Und diese Dinger hier, das hier ist ganz wichtig. Hier steht, glaube ich, auch noch eine Kiste. Die können wir öffnen. Da sind meistens so, hier, genau, hier ist ein Blueprint drin. Die gilt es hier zu finden, Blueprints zu finden. Da war noch Munition dabei. Stopp. Jetzt hat der die ausgetauscht. Und zwar gilt es hier überall, Blueprints zu finden und also so Knowings zu finden. Und jetzt, was ist das? Learn. Was haben wir gelernt? New Schematic Learned. Ja, aber welche? Welche haben wir jetzt gelernt? Stopp, falsche Taste. Was haben wir gelernt? Ich habe keine Ahnung. Tube Shooter. Achso, das ist die Kanone. Hier ist übrigens eine Flagge des Entwicklers. Die habe ich gekriegt. Und die baue ich da gleich dran. An das Schiff mit euch. Da hinten ist nämlich unser Schiff. Und wir gucken mal. Ich hoffe jetzt, ich treffe nicht auf Spieler, weil dieses Spiel ist sehr PvP-lastig. Wenn ihr hier auf Spieler trefft, dann rennt, weil die können eure Schiffe kapern. Na? Das ist auch noch ein bisschen buggy. Ab und zu mal kann man da nichts essen oder das wird halt zurückgeworfen. Aber hier ist halt wirklich das Problem, es ist sehr PvP-lastig, wenn ihr auf eine Gruppe Spieler, weil ihr könnt ja auch eine Crew machen und könnt dann Leute einladen, die spawnen dann bei euch. Und wenn ihr hier eine Crew macht, und dann habt ihr das Problem, euer Schiff ist zum Beispiel so unausgebaut wie meins. Dann kommen da schnell mal Leute und kapern euer Schiff. Und dann habt ihr praktisch gar nichts mehr. So. Jetzt geht's an die Schematik des Schiffes. Aber ich würde sagen, wir nehmen gleich den Punkt, der da vorgegeben ist. So, dreh dich rum. Man sieht es jetzt hier, es leckt wirklich noch ein bisschen. Also es ist wirklich, naja, ein bisschen halt am Laggen, weil der Server ist wirklich für die Spielerzahl einfach nicht ausgelastet. Oder beziehungsweise ist zwar aus, also zu viele Spieler für zu wenig Slots. Deswegen ruckelt das Ganze noch so. Und da hinten auf dieses Podest stellen wir jetzt mal unser Schiff drauf. Dann müssen wir uns da registrieren. Und dann können wir mit den Motoren. Am Anfang gibt es keine Motoren, am Anfang gibt es nur Segel, deswegen, ich weiß es nicht. Ich überlege, ob wir da nochmal eine komplette Reihe draus machen, um mal die kompletten Sachen. Oh, Baum, 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 hoch, hoch, zieh hoch. Zieh den Bock hoch. Zu spät. Scheiße. Big Fail, Big Fail. Motoren mal rückwärts setzen. So.
Ich weiß nicht, mir kommt so vor, als ob ich die verkehrt um angeplatziert habe, weil rückwärts fliegt das Ding irgendwie schneller als vorwärts. Ich glaube, ich habe die verkehrt um dann gemacht. Ich weiß es nicht, ob es da eine richtige Richtung gibt. Deswegen werden wir die gleich mal drehen, um zu gucken, ob das Ganze dann schneller fliegt. Weil ich bin echt der Meinung, ich habe es verkackt. Was die Motorik angeht. Weil hier, das sieht man, jetzt ist irgendwie ganz langsam. Und wenn ich irgendwie rückwärts mache, ist es irgendwie schneller. Deswegen werden wir gleich mal gucken, ob wir die Motoren in eine andere Richtung drehen können. Ich habe vergessen. Achso, nee, gibt es ein Tutorial. Hier, Controls ist F1. Da sieht man es. Was ist. So. So, wir setzen jetzt da mal mit dem Boot, Schiff, der fliegende Holländer praktisch zur Landung an. Man kann auch jetzt hier das hier machen. Das ist sehr lustig. Weil man hat nämlich ja mehrere Crewmitglieder, die dann hier sozusagen helfen können, das Schiff dann zu verteidigen. Das heißt, wenn das Schiff jetzt hier ist, dann kann hier einer eine Kanone und kann dann einen auf diesen machen. Wow. Oder einer kann hier am Segel rumspielen oder einer kann... Was war das? Spieler in der Nähe? Man weiß es nicht. So, weil wenn Spieler in der Nähe wäre schlecht. Ich bin nämlich nicht auf einen Kampf vorbereitet. So, dann am Anfang gibt es halt hier nur diese Segel. Das ist praktisch das Gegenstück zu den Motoren, die dann... und so, also es ist halt ein bisschen tricky das Ganze, vor allen Dingen, weil es sehr physiklastig ist. Das heißt im Prinzip, man kann nicht sehr viel mitnehmen, also nicht so viel, wie man möchte. Es gibt verschiedene Gravitationsgeneratoren, die halt dann nur eine gewisse Sache oder eine gewisse Begrenzung tragen können. Das ist aber jetzt nicht schlimm. So, mal gucken, ob wir hier jetzt landen können. Wir müssten eigentlich gleich dran sein. Sind wir jetzt da drüber? Ja, wir sind drüber. So. Normalerweise müsste man da eigentlich auch landen können. Oder muss ich mich da erst registrieren? Target can... Oh, Schiff kommt. Target needs to be repaired before use it. Okay, wir müssen es erst reparieren. Da kommt jetzt hier das Repairing Tool. Ups, fuck, das war nicht das Repairing Tool. Das Repairing Tool ist die 2. So, wir müssen es erst reparieren, bevor wir es benutzen können. Und dann können wir da unser Schiff registrieren. Die Dinger kann man übrigens selber craften. Die braucht man jetzt nicht benutzen, die hier rumstehen. Ich benutze es aber lieber, damit die Welt jetzt nicht so vollgemüht wird. Man kann sie selber craften. Ich zeige das auch gleich, weil wir müssen nämlich noch was anderes craften, um neue Parts... Ah, jetzt geht's. So, jetzt wird hier eine Blase... also erscheint so eine Blase. Und in dieser Blase können wir jetzt unser Schiff mit der 3, mit dem Tool, umgestalten. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel hier die Motoren wechseln. Wie war das? Das war... Da muss ich mal ganz kurz gucken. Menü-Tab E, Rotation ist Z. So, jetzt drehen wir den mal rum, weil ich will gucken, ob das dann schneller geht. So, und dann muss das auch parallel wieder da dran. Hallo? So. Jetzt machen wir die mal dran. So, und dieses Ding kann man halt selber craften im Schematic, und zwar unter hier. Das ist einmal das Shipyard und das die Sample Station. Und die Sample Station, da muss man jetzt hier so Sachen reinziehen, die man über hat. Kann man alles nehmen, was man so über hat, sollte aber immer das gleiche Material sein. Und dann geht man auf Crafting. Da sieht man, hier wird das Ding gecraftet. 5, 4, 3, 2, 1. Dann packt man sich das Ganze in einen Quickslot. Achso, stopp. Muss man ja über die, so. Und dann hier, Quickslot. Hallo, so. Und dann 7. Dann kann man das hier platzieren, wenn man die Maustaste gedrückt hält. Und dann hat man das platziert und dann kann man jetzt hier die Sachen machen. Also Skycore, sowas alles. Ach, Stairs habe ich neu dazu gekriegt. Stairs? Nicht schlecht. So, und dann kann man hier halt die ganzen Sachen da reinpacken und wir machen uns jetzt mal so eine Flagge vom Entwickler. Craft ich mal. Und jetzt ist das Geile, jetzt kommt die hier so raus. Und jetzt muss ich die mit dem Dingen da nehmen. Und dann kann ich mich hier so hoch gucken. Das war zu kurz. Da hätte ich noch ein Stück höher gemusst.
Und zwar nochmal. Oha. Ruckel. Leck Ruckel. Leck Ruckel. Ja, jetzt war ich wieder zu hektisch. Das ist schon ein bisschen tricky, das Ganze. Oh, ziehen wir uns mal hier so hoch. Wenn wir hier so hoch kommen. Ein bisschen rumdrehen, dann klappt das schon. So, und jetzt machen wir hier unsere Fahne des Entwicklers. Da. Nee, stopp, die muss ich drehen. Die sieht so rum scheiße aus. So, wie rum ist sie jetzt? Ich sehe es nicht. Wo sehe ich es nicht? So, ist sie so rum? Das heißt so rum. Hä? Dreht die sich wieder so rum? Was ist da los? Ach, die dreht sich immer so rum. Egal, wie man die dreht, okay. Dann ist das so. Anscheinend Richtung Wind, weil es gibt hier Wind. So, und dann könnte man wirklich, wie gesagt, man kann sich da eigene Schiffe halt durch diese Dinger bauen. Man geht jetzt hier da dran und dann drückt man hier auf... hier sieht man jetzt, wie viel das Ding an Gewicht hat und wie viel es haben darf. Das heißt, es könnte jetzt nicht fliegen, weil wir haben zu viel Gewicht. Das heißt, das Segel reißen wir ab, weil wir sonst zu schwer sind. So, jetzt müsste es wieder passen. Genau. So, wir können 1000 Gewicht haben und hatten über 1000, deswegen ging das nicht. So, und deswegen können wir hier das noch renamen. Und wie gesagt, man kann hier auch eigene Schiffe entwerfen an dem Teil. Das kann ich nämlich gleich mal zeigen. Aber vorher müssen wir uns hier wieder hochschwingen. Ich komme mir da ein bisschen echt vor wie Spider-Man. So ein bisschen, ist schon krass. Oha. Mit dem Segel war es leichter hochzukommen. Okay, jetzt sind wir hier beim Generator. Das ist jetzt doof. Man kann nämlich hier nicht so wirklich gut hochklettern. Oder? Kann man hier hochklettern? Gucken, ob das geht. Boah. Meine Güte, ist das echt. Das ist der Wahnsinn. Nee, es geht nicht. Vielleicht können wir ja hier... Ah ja, hier geht's. Okay. Hä? Wo hänge ich? Ich hänge in der Luft. Was ist da los? Was ist da los gewesen gerade? Ich hing gerade in der Luft. Na? So, nochmal versuchen. Aber ohne diesmal in der Luft hängen zu bleiben. Ich hänge schon wieder in der Luft. Ach so, an der Kugel. Genau, da war was. Ich glaube, man konnte sich an der Kugel festhaken. So, jetzt geben wir mal Gas. Mal gucken. Und es bewegt sich doch. Stopp. Was ist da jetzt los? Stopp. Ah, jetzt gehen sie. Die hatten gerade leichte Startschwierigkeiten. So, und jetzt können wir hier andere Welten, Inseln und sowas erkunden. Irgendwie hat der jetzt einen leichten Hau. Was ist da los? Warum dreht der jetzt so komisch rüber? Ich glaube, die sind nicht parallel angebracht. Das ist nämlich jetzt das Problem mit der schönen Physik. Ich glaube, die sind nicht parallel angebracht und deswegen dreht die eine Seite jetzt rüber. Oha, da, ein Schiff. Ein gegnerisches Schiff. Aber das ist ein sehr kleines Schiff. Da sind Leute drauf. Oh mein Gott. Schnell weg hier. Da sind nämlich, so wie es aussieht, zwei Leute drauf. Deswegen verkrümeln wir uns hier jetzt mal ganz schnell. Ich habe nämlich keinen Bock, hier auch noch eine abzufangen. Boah, Alter, was ist da los? Warum ruckelt denn das jetzt auf einmal so? Warum will er nicht rüberziehen? Irgendwo habe ich hier irgendwas verkackt. Ich glaube, ich werde gleich mein Schiff verlieren. Weil es irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Ich habe irgendwo irgendwas verkackt. Und ich glaube und befürchte stark, dass ich wahrscheinlich die Motoren nicht parallel zueinander gesetzt habe. Und deswegen... Ich will mein Schiff nicht verlieren. Aber es sieht so aus, als würde ich das gleich tun. Aber der hat doch ein schönes Schiff, oder?
Das ist ein schönes Schiff. Kann man nicht meckern. Sieht sehr schön aus. Mal was anderes, nicht so. Ach, der rennt da unten rum. Jetzt könnte man fies sein und auf sein Schiff einfach rüberjumpen und das irgendwo hinsteuern. Guck mal, wie panisch der jetzt schon zurückrennt. Weil er Angst hat. Ich mach das jetzt einfach. Weil es ist wirklich PvP, sehr PvP-lastig, dieses Spiel. Weil sobald man hier andere Leute trifft, ballern die einen gleich über den Haufen. Ist leider so. So, und jetzt muss ich mal gucken. Irgendwas haut hier nicht hin. Weil wir ziehen die ganze Zeit in die falsche Richtung. Da unten ist das Teil. Ich hoffe, der bringt mich jetzt nicht um. Oh, da ist eine Kiste gespawnt. Komm bitte rüber, komm bitte rüber. Nur ein Stück. Komm. Sei nett. So. Wenn der mich jetzt umbringt, hätte ich ein Problem, weil dann ist alles weg. Dann wäre das alles für den Arsch. Deswegen hoffe ich, es ist ein freundlicher Spieler und er killt mich nicht gleich. Oh, das war zu. Oh. Es ist nicht leicht. Ich sag's echt, es ist einfach nicht leicht. Wir müssen jetzt langsam rüberruckeln. Mal gucken, ob wir hier nochmal. Na komm, noch ein Stück. Ey, Alter, komm, jetzt mach doch mal hin. Gibt's ja nicht. Erstmal will ich die Kiste da oben haben, da unten haben. Und zweitens muss ich gucken, woran das liegt, dass der jetzt immer die ganze Zeit in eine Richtung zieht. Beim gerade Fliegen. Komm, gib Schub. Falsch rum. Denke mal, das wird auch was mit der Physik zu tun haben, wie schnell ein Schiff ist. Also wie viel Gewicht es denn an den Tag legt. Und es ist wirklich, man sieht es, ist wirklich tricky, vernünftig da zu landen. Nicht hoch, ey, hoch, so rum, nicht runter. Oh, fuck. Das ist schlimmer wie Autofahren. So, ein Stück weit nur Gas geben. Ich hoffe, mein View macht das noch mit. Müssen wir jetzt eigentlich drüber sein? Das kann doch nicht sein. Sind wir nicht drüber? Wo sind wir denn? Hallo? Hallo? Wir sind doch drüber. Warum will er denn das jetzt nicht annehmen, das Schiff? Damage, schauen wir da. Ich glaube, mein Schiff ist beschädigt, oder? Ne, jetzt geht's. Das Ding war noch beschädigt. Können wir ja. Das irgendwie gammelt das nach einer Weile weg. So, jetzt nehmen wir mal hier das raus da. Und lernen das gleich. Lernen. Collecten. Das sind Nahrungs gewesen und was zum Lernen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Warum sind die denn. Warum hat es denn den jetzt richtig rum dran gemacht und den wiederum falsch rum? Das verstehe ich jetzt gerade. Ich nicht. Den so rum und den so rum, aber da oben dran hätte ich dich gerne. So,
Probieren wir das Ganze nochmal. Ob er jetzt ist kein Wunder, wenn der eine in die Richtung zeigt und nach vorne dreht und der andere in die Richtung zeigt und nach vorne dreht, dann ist das kein Wunder. So, jetzt sind beide, glaube ich, parallel. Naja, nicht ganz parallel. Müssen wir hier den nochmal ein Stück nach vorne machen, wenn das so geht. Ein Stück nach vorne hätte ich den gern. Ungefähr auf diese. Oh, ja, jetzt sind beide parallel. Jetzt können wir mal gucken, ob das geht. Ja, doch, jetzt bewegt es sich schneller. Das heißt, ich hatte die verkehrt und dran gemacht. Mal gucken, ob es jetzt auch gerade fliegt. Ja, es fliegt gerade. Das heißt, wir haben es geschafft. Ja, jetzt guck jetzt wieder ein bisschen. Da hinten ist noch ein Spieler, der da rumrennt, deswegen ein Stück höher, weil die können sie nämlich mit ihren Haken an das Schiff haken und dann sind die schnell mal an Deck und schießen einen Überbornhaufen. Dann hat man nichts gekonnt. Und wie gesagt, ich kann jetzt auch während des Fliegens hier Reparaturen durchführen, aber dafür brauchen wir spezielles Holz. Immer aus dem, was man es gemacht hat, aus dem muss man es auch wieder machen. So. Und jetzt kann man hier halt, wie gesagt, ich könnte jetzt auch auf den Spieler schießen. Oder auf Spieler im Allgemeinen schießen. Da unten sind lauter Kisten. Jetzt ruckelt es schon wieder. Das ist, ja, die Server-Performance ist halt noch ein bisschen murksig. Aber so könnte man jetzt zum Beispiel anfangen, Spieler zu bombardieren. Wenn denn einer an der Kanone wäre und der andere würde das Ding fliegen, weil ich kann nämlich auch hier so mich umgucken. Oh. Mit der coolen Entwicklerfahne. Und wir werden uns jetzt mal hier verdrücken. In höheren Lagen. Und dann werde ich mich ausloggen. Ich möchte nämlich gerne meinen... Ach so, ja okay, jetzt sieht man es auch hier. Das ist praktisch wie so ein Düsentriebwerk. Da unten ist eine Höhle. Und das ist eine Kiste. Da sind noch Ressourcen drin. So, ach so, die kann man nicht mehr stapeln. Ist das denn Iron? Ich glaube, ich brauche unbedingt ein neues Fass. Ich weiß auch nicht, wer das sind. Farm Parts. Farmship. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Also, sind halt Sachen. Weiß ich auch nicht alles. So. Aber ich würde sagen, an der Stelle. Ne, wir müssen nach oben, nach oben, nach oben. Bewegen wir uns jetzt schon mal schneller. Aber wie gesagt, also man sieht es, es bleibt ab und zu mal stehen. Und das liegt nicht an meiner Internetverbindung. Es liegt auch nicht am Dingens. Es liegt momentan auch am Spiel. Da unten ist eine kleine Insel. Und ich würde sagen, an der Stelle locken wir uns jetzt mal hier oben aus. Aber vorher muss ich das Ding anhalten. Das Schiff bleibt dann, glaube ich, stehen, aber der Charakter verschwindet. Entschuldigung. Es ist, glaube ich, schon ja fast eine halbe Stunde. Deswegen, meine Stimme lässt langsam nach. So. Da würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und schreibt mal in die Kommentare, was wir daraus machen wollen. Bis demnächst. Tschüss.